So, hallo, der Heimwerker wieder mal. So, wer mich kennt, der weiß, für gutes Werkzeug bin ich immer zu haben. Da ich, ja, wie gesagt, fast alles selber mache und für alles Unmögliche dann wirklich eine Maschine brauche und wenn ich sie, und die ich dann auch kaufe, weil ich, wie gesagt, das alles selber mache und die gerne dann mit Maschine anstatt mit Hand zu kloppen. Da werde ich gleich erklären, warum, wieso, weshalb zu kloppen. Das ist ein Betonschleifer. Also ganz simpel gesprochen, das ist ein 125er Winkelschleifer, an dem ein Aufsatz dran gebaut ist, der zum Betonschleifen gedacht ist. So ist dann auch der Griff gehalten, dass der Griff ist anders angeschraubt als bei einem normalen Winkelschleifer halt mit dem Haltegriff hier, da ja doch ganz schöne Kräfte wirken beim Schleifen, dass man den dann wirklich im Griff hat. Dazu gehört hier diese Reduktion für den Staubsauger zum Staubabsaugen, wenn man im Gebäude ist. Draußen würde ich nicht unbedingt sagen, dass man das braucht. Man kann den auch umbauen, dass man jetzt dieses Teil abbaut und dann hat man einen ganz normalen Winkelschleifer, wie gesagt, 125er. Dazu gehört jetzt kommt hier noch hinein, diese Distanzscheibe, dass das dann auch besser hält. Dann ist hier ein Immo-Schlüssel. Der Immo-Schlüssel ist hier für die Schraube, wo ich sagen muss, hier muss der Hersteller nacharbeiten. Das Gewinde ist, soll ich sagen, nicht sauber verarbeitet. Ich habe die Schraube halb reinbekommen, von Hand gedreht und nachher, da war so viel Widerstand, dass ich dann doch den Imbusschlüssel nehmen musste. Ich habe es mit der Hand nicht reinbekommen in das Loch. Ich hatte gemessen, ob das überhaupt tief genug ist. Es ist tief genug, also war die Schraube nicht zu lang, weil ich dachte, sie ist zu lang, aber nein, nein, da ist das Gewinde da drin, ist nicht sauber verarbeitet. Und als ich die Schraube nochmal rausgedreht hatte, habe ich auch gesehen, dass das ganze Schwarze ab ist, also das Brünierte ist abgewiesen und es war blank, das Gewinde. Also muss da der Hersteller mal bitte nacharbeiten, das Gewinde dann darauf achten, dass das Gewinde sauber bis zum Schluss durch ist. Weil sonst macht man sich die Schraube kaputt und dann, ich hätte vielleicht eine, aber andere müssen dann erst losfahren im Baumarkt, müssen dann eine neue kaufen, weil da die Winde kaputt ist. Und wer weiß, vielleicht, wenn die Winde so kaputt ist, dass man gar keine Schraube mehr reinbekommt, dann sieht es recht dumm aus. So, dazu gehören auch noch diese beiden Kohlebürsten. Wenn man viel damit arbeitet, sind die Kohlebürsten runter. Eigentlich ist es ja so, wie heutzutage, dass die meisten Maschinen alle produziert werden, bürstenlos. Bürstenlose Motoren. Verstehe ich jetzt nicht, warum der Hersteller das noch nicht hingekriegt hat, da einen bürstenlosen Motor reinzubauen, weil sonst ist, ich sag mal, ich kenne es von fast allen Maschinen, die man so hat, dass da keine Bürsten mehr drin sind, dass es ein bürstenloser Motor ist. Und der Stromverbrauch bei einem bürstenlosen ist ja wohl auch besser, als wenn ich einen habe mit Kohlebürsten. Dann kann man auch mal ein bisschen, muss man auch mal ein bisschen hingucken nach dem Stromverbrauch. So, die Anleitung ist in allen Sprachen. Das ist gut. Was mir natürlich hierbei fehlt, die Grafiken sind ein bisschen unübersichtlich, die hier drauf sind. Und es ist nicht so richtig, ja, nicht so richtig erklärt, dass man den umbauen kann auf dem 125er normalen Winkelschleifer. Das sagt er hier gar nicht. Wofür das ist. Ja, ich habe mir jetzt schon zusammengereimt, das kommt dann hier hinein. Wofür ist dieser Ring? Weiß ich nicht, steht auch nicht drin. Und die Bürsten, wie wechselt man die? Für, ich sage mal in Anführungsstriche, Leute, die das noch nie gemacht haben. Und die
arbeiten damit und arbeiten und arbeiten und arbeiten und irgendwann ist die Bürste runter. Und dann, ja, jetzt ist meine Maschine kaputt. Dass die nur die Bürsten auswechseln sollen oder brauchen, das wissen die wenigsten dann. Die haben zwar gesehen, ja, den packe ich mir in eine Schublade und dann ist es gut. Aber das fehlt mir hier so ein bisschen. Und was ich auch festgestellt habe, die Grafik ist auch nicht, ist nicht unbedingt, oder daraus ist nicht unbedingt ersichtlich, wie die Scheibe, gerade diese Diamantscheibe, wie die richtig festgeschraubt wird. Ich habe sie jetzt mit diesen Erhöhung hier, habe ich sie nach außen gemacht. Ich hatte es erst andersrum und ich gucke nach der Scheibe. Ich sage, die Scheibe dreht und die Achse blieb stehen. Ich sage, nee, das kann ja jetzt nicht sein, oder? Auf der Grafik ist das nämlich so zu sehen. Ja, hier. So, wenn ich mir das hier angucke, dann sehe ich hier, dass diese Erhöhung, die hier drin ist, dass die zur Scheibe zeigt. So. Das darf sie aber nicht. Sie muss andersrum ruf. Die muss nach hinten zeigen. Weil sonst sitzt der nämlich hier Scheibe auf Scheibe. Also darunter ist noch eine Distanzscheibe, die muss dann nachher auch runtergenommen werden, wenn man den als Flex benutzt. Das sagt auch keiner, das steht hier auch, sagt auch keiner, dass wenn man den jetzt umbaut auf eine Flex, dass man die Distanzscheibe weglassen muss. So, also da ist die normale, die Mitnehmerscheibe, ist klar. Dann ist eine Distanzscheibe, die muss rauf. Dann kommt die Diamantscheibe, die muss rauf. Und dann kommt die Verschraubung. Die einzige Mutter, die das hier hält. Und die ist hier verkehrt rum eingezeichnet. Hier sieht man, dass die Erhöhung nach innen zeigt, zur Scheibe. Die muss aber andersrum drauf. Also ist das schon ein Fehler. Und das ist ein gefährlicher Fehler. Eindeutig. Und ich nehme jetzt nochmal eine Brille. Ich gucke nochmal ganz genau nach, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, aber ich hatte vorhin schon mal geguckt. Ja. Das ist so ist die Grafik. Ein Foto wäre da besser. Und vor allem richtig rum. Das ist verkehrt. Und das ist gefährlich. Für Leute, die kaufen sich die Maschine, kommen drauf mit der Distanzscheibe und alles und schrauben die verkehrt rum drauf. Und gucken nicht nach, ob das Ding los ist oder nicht, und wollen damit anfangen zu arbeiten. Das knallt und scheppert mit dem Mal, wenn man das Ding einmal eingeschaltet hat, und dann ist alles hinüber. Wenn nichts Schlimmeres passiert, wenn ihm nicht irgendwas um die Ohren fliegt. Also, das ist für mich keine sichere Anleitung. Das Ding ist in die Hose gegangen. Normalerweise. Mit so einer Grafik. Ein Foto wäre besser und dann die Schraube richtig rum und zeigt. Das ist nämlich verkehrt, so wie es da ist. Definitiv. Und dafür ziehe ich 2 Sterne ab. Wenn ich nicht sogar 3 abziehe. Weil das ärgert mich jetzt wirklich. Sowas. Ich vorüber fasset an. Ja, die Scheibe, das passt, gut, klappt, das geht. Mach es fest und dreh mal von Hand. Das machen die wenigsten dann. Schrauben die fest. Und denken sich, nur Scheibe ist ganz, ja, und setzen an und schalten die Maschine an. Dann gibt es mal einen Knall und dann fliegt das Ding um die Ohren. Nee, das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Hier wird so viel auf Sicherheit gebaut. Mit Gehörschutz, mit Atemschutz, mit Handschuhen, mit das, mit das, mit das. Und dann so eine Grafik, die verkehrt ist. Das ist doch das Verwerflichste, was man wirklich machen kann. So eine Grafik verkehrt zeichnen. Und das ist das Einzige, wo man sich drauf verlassen kann, wenn man keine Ahnung hat. Und ich muss immer davon ausgehen, dass Leute sich die Maschinen kaufen oder ausleihen, die das zum ersten Mal machen. Ich mache wirklich alles viel und habe schon viel mit Flex zu tun gehabt. Ich schneide damit und alles und mache dies und das und jenes. Aber das ist hier wirklich nicht das, was es sein soll. Und darum gibt es von mir halt nur 3 Sterne und mehr ist da nicht, weil das haut nicht so nicht hin.